So, wie kann man sich Übung zur PQ-Formel selber basteln? Es geht ganz leicht, indem man sagt, ich weiß ja hier schon, wie die Nullstellen auszusehen haben und ich kontrolliere mich, indem ich die PQ-Formel dann anwende. Das Ding ausmultipliziert ergibt das. Ich bestimme P, ich bestimme Q, wende die PQ-Formel an und hier müssen ja folgende Lösungen rauskommen. Und zwar x01 muss sein minus 3 und x02 müsste dann 1,5 sein. Was denn? Hey, was ist? Naja, komm. So, und das wollen wir jetzt letztendlich rauskriegen. Hier gibt es noch eine Frage. So, jetzt haben wir Tippeltappeltour Folgendes gemacht. PQ-Formel angewandt, 9 Sechzehntel, die 4,5 in 72 Sechzehntel umgewandelt, die Wurzel draus gezogen und siehe da, 3 halbe und minus 3 kommt wieder raus. 3 halbe und minus 3, bloß dass diesmal die Reihenfolge umgekehrt ist. Ist in dem Fall nicht schlimm. So kann man sich praktisch das Ding selber bauen. Also, mit der Linearform anfangen, ausmultiplizieren, PQ, Peng. Das war's.